Hallo Leute, bevor das Video richtig anfängt, wollte ich noch einen Fehler aus dem letzten Video korrigieren, und zwar hat das BRS Replicant keinen Kugellager. Ich weiß selber nicht, wie ich darauf gekommen bin, aber ich habe es gesagt und ich möchte hier sagen, dass es nicht stimmt und dass es halt ein dummer Fehler war, der mir im letzten Video unterlaufen ist. Das wäre es dann auch zum letzten Video gewesen. Ich wünsche euch einen schönen ersten Advent, noch nachträglich. Und dann würde ich sagen, wir machen einfach mal weiter mit dem richtigen Video. Bis gleich. Guten Tag, Freunde der Waltermesser. Ich möchte euch heute mal zur Vorweihnachtszeit ein Waltermesser vorstellen. Das allererste Mal auf diesem Kanal, würde ich sagen. Ohne langes Drumgeschwafel fangen wir einfach mal an. Das hier ist die Verpackung. So, wir haben hier das Walter MPK in dieser Verpackung. Hier sind nochmal die ganzen Links, Facebook, Twitter und YouTube, www.umarex.com, GmbH und Co. KG, könnt ihr vorbeischauen. Und ja, ganz viele andere unwichtige Sachen. Dann haben wir hier einen Barcode, hier haben wir nichts, hier haben wir Walter stehen, hier haben wir nochmal das Ganze, wie ist außerdem nur das Messer, hier haben wir ansonsten halt auch das ganze Gedöns nochmal auf dieser Seite. Das hier ist so eine Verpackung zum Ausklappen. Hier haben wir nochmal Walter Tactical Knife Series stehen. Hier haben wir auch nochmal den ganzen Spaß. Ja, das ist eigentlich alles zur Verpackung. Sieht wirklich sehr schön aus, ist schlicht gehalten. Und dann gucken wir einfach mal rein. Hier drin befindet sich das Messer. Es ist wirklich nur sehr klein. Man kann ja an vielen sparen, aber halt nicht an der Verpackung. So, wir haben hier eine schöne Nylon-Tasche, die auch ja wirklich stabil ist sogar. Also wenn ich die mal mit den anderen Taschen vergleiche, die ich zu dem Balisong-Trainer zum Beispiel bekommen habe, wie solchen zum Beispiel hier, die hier kann man, hier ist nochmal dieser, hier ist der Trainer, den ich vor einer Ewigkeit schon mal vorgestellt habe, aber der interessiert uns gerade nicht, wir wollten uns die Tasche anschauen. Das hier ist die Tasche aus dem gleichen Material, aber man kann sie halt so biegen. Und das kann man bei dieser jetzt nur nicht. Die ist wirklich ein bisschen stabiler gebaut als die anderen. Und das finde ich sehr cool. Man hat hier außerdem ein Druckknopfsystem, was aber nicht wirklich funktioniert, wenn die Tasche leer ist, weil die nachgibt. Und dann haben wir hier nochmal was für einen Gürtel. Ja, hier vorne steht dann auch nochmal Walter drauf. Das ist Gummi, denke ich mal. Irgendein Gummi ist das hier. Ist auf jeden Fall sehr robust und sieht auch wirklich schön aus, aber das, ich halte mich schon wieder zu lange in der Tasche auf. Ach, kommen wir einfach mal zum Messer. Das hier ist jetzt das Walter MPK. Ja, Walter MPK. Und so sieht es aus. Ja, sehr schön gehalten und sehr klein. Klappert ein bisschen. Was haben wir denn eigentlich hier für eine Klinge? Wir haben eine One-Cliff-Klinge, also die ist gerade. Das Messer darf man überall hin mitnehmen, außer vielleicht auf Veranstaltungen, da ist das ein bisschen anders. Aber ansonsten dürfte man das eigentlich auf der Straße ganz legal mitführen, weil es halt ein Zweihandmesser ist und man es auch nicht irgendwie mit einer Hand öffnen kann, weil die Klinge halt komplett im Griff verschwindet. Finde ich sehr schön. Was mich aber ein bisschen an der Klinge stört, ist, dass sie halt nicht festgestellt werden kann. Hier, das ist wie hier bei den Victorinox-Messern. Wie bei dem, was ich hier aus dem Urlaub habe. Da kann man die Klinge ja auch nicht feststellen, aber die Klinge ist dort auf jeden Fall fester als die hier. Die hier kann man ja ohne große Probleme hier hinten einfach runterdrücken. Okay, da ist zwar ein kleiner Widerstand, aber so klein, also wirklich, was bringt denn nun auch nicht? Und ich beschmutze hier die Klinge schon wieder. Wir haben hier auf der Klinge außerdem noch einen Aufdruck, und zwar Walter, das Logo. Und dann hier der Stahl, 440er C-Stahl. Und ich glaube mal, das hier wird G10 sein. Wenn nicht, dann werde ich das natürlich nochmal nachlesen auf der Seite und werde es dann halt korrigieren. Wir haben auf der Rückseite nochmal eine Art Spacer drin, aus G10 vermutlich. Und der hat auch ein paar Jimpings. Dann haben wir hier einen Pocket Clip, der gerade anatisiert wurde und wieder das Walter Logo auf sich trägt. Das hier ist die Achsenschraube, so nenne ich das jetzt mal. Für mich sieht es jetzt halt eher aus wie eine Verzierung und darunter ist irgendwo eine Schraube versteckt, aber kann man jetzt nicht ändern. Ich habe es schon mal versucht auseinanderzubauen. Weiter geht's hier nicht. Alles andere kann man auseinanderbauen, außer das hier. Das heißt, es ist so ein Dreh- und Angelpunkt.
Ja, und auf dem Klingenrücken haben wir außerdem auch nochmal Jimpings, die halt aber, finde ich, nicht wirklich was bringen. Also man arbeitet ja wahrscheinlich dann so hier. Ja, ist jetzt blöd gezeigt. Man arbeitet ja dann so hier und ich glaube, dann spürt man halt auch wirklich, dass das gute Jimpings sind. Also ich drücke jetzt hier die Klinge nach hinten. Also ich ziehe die Klinge nach hinten und drücke hier drauf. Und ja, ich finde, die Jimpings machen eigentlich gar keine Probleme. Also die halten das, was sie versprechen. Und zwar die Klinge. So sieht das Ganze aus. Und wir kommen einfach mal zu den Maßen. Wir haben hier ein Gewicht von 49 Gramm. Also wirklich ein sehr leichtes Messer. Man sieht es auch schon. Dann haben wir hier eine Klingenlänge von 7,7 cm, haben einen Griff von 10 cm und die Gesamtlänge des Messers beträgt 17,8 cm. Okay, kommen wir einmal zu einem Schärfetest. So, das hier ist jetzt ein Blatt, wo irgendwas ausgelaufen ist. Irgendwo habe ich hier mein Zimmer eine undichte Stelle und egal, wir fangen jetzt einfach mal an. Ja, sieht gut aus. Schneidet sehr gut, ist schön scharf. Man muss halt auch das Papier erwischen, wenn man schneiden will. Und ja. Oh ja, hier bin ich weggerutscht. Und spitz ist es auch. Ja, also das ist wirklich ein perfektes Messer für die Arbeit. Kann ich nur empfehlen. Wir können ja morgen dann wieder Pakete geöffnet werden. Ja, so sieht das Blatt danach aus. So, räumen wir das zur Seite. Und dann würde ich sagen, das ist dann auch schon wieder alles zu dem Video. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss.